Hallo und herzlich willkommen, Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge geht es um die Meldeliste der Aktiven- und Senioren-DM, die diese Woche von Freitag bis Sonntag stattfinden wird. Wir haben ja schon zwei- oder dreimal über die Meldeliste geredet in den vergangenen Jahren und diesmal eben wieder. Wir werden ein paar vereinzelte Klassen durchgehen, jetzt nicht jede Klasse, aber eben die Klassen, wo wir denken, dass es am spannendsten sein wird oder die auch am interessantesten sind. Dazu im Podcast sind der Julian wieder mit dabei. Hi. Und unser offizieller Social-Media-Experte Christian Schlebusch. Hallo, mich kennt man ja noch vom letzten Mal, da war ich auch schon dabei. Genau, und ja, er kennt sich da eben echt ganz gut aus mit den Leuten und so. Ja. Von daher ist er da ein sehr passender Gast. Ich hätte gesagt, wir wollen einfach mal gleich bei den aktiven Männern starten, in der 66-Kilo-Klasse. Ich übergebe mal das Wort an Julian. Ja, also auf Platz 1 gemeldet ist der Hugo. Ein sehr vertrauter Athlet. Also ich habe ihn schon öfter betreut an Wettkämpfen, auch im Ausland. Also an ungarischen Wettkämpfen habe ich ihn bisher immer betreut. Er startet jetzt das erste Mal an der deutschen Meisterschaft und an der Europameisterschaft ist er noch für Ungarn gestartet. Da habe ich ihn noch betreut. Und ja, im Coaching ist er jetzt nicht bei uns. Ja. Er coacht sich selber, aber ist halt ein guter Freund. Wir haben früher uns in Berlin kennengelernt, als ich auch erst so richtig angefangen habe mit Powerlifting. So, und dann hat er eben auch zu der Zeit im gleichen Gym trainiert und ja, deswegen kennen wir uns. Und er ist jetzt mit 520 gemeldet, der Hugo. Also der heißt Nguyen Man Hun, denke ich. Ja, ich bin jetzt kein Asian-Experte in Sachen Namen. Aber 520 total ist ja schon mal ganz ordentlich. Und falls die Meldelasten einigermaßen stimmen, ist er da ja klarer Favorit. Und ja, 74 Kilo-Klasse hätte ich gesagt. Eine kurze Frage noch. Wohnte der jetzt die ganze Zeit in Ungarn oder warum hat er da jetzt Wettkämpfe gemacht und jetzt plötzlich hier? Also er ist Ungar, ursprünglich von Vietnam eingewandert und ist dann in Ungarn aufgewachsen. Ja. Und dann nach Berlin zum Studieren und lebt jetzt seit vielen Jahren in Berlin. Und ja, das ist so der Background. Ja, ist ja auch mal interessant, so ein bisschen die Geschichte dahinter zu wissen, ne? Ja, genau. Ja. Und er darf halt im Prinzip, darf er für beide Länder, denke ich, starten, rein prinzipiell, weil er schon lange in Deutschland wohnt und weil er eine ungarische Staatsbürgerschaft hat, darf er für Ungarn starten. Also er könnte, denke ich, auch in deutschen Kader rein, soweit ich weiß. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Ja. Jo, 74 Kilo Klasse, wird denke ich auch sehr, sehr spannend. Christian, vielleicht kannst du gleich mal irgendwas dazu erzählen. Ja, also was denke ich ja schon mehreren Leuten aufgefallen ist, wer jetzt die Meldeliste sich schon mal angeguckt hat, ist, dass Vincent ja wieder dabei ist. Hat er ja jetzt eine kleine Pause vom KDK gemacht. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, weil er jetzt so im Social Media Bereich nicht so aktiv ist. Hat er jetzt, sage ich mal, auch eine längere Auszeit gehabt? Wie ernst hat er das jetzt genommen? Hat jetzt letztens halt mal einen Post gehabt, dass er jetzt, wir kennen ihn ja eigentlich noch, ich denke, daher kennt ihr ihn ja auch noch sehr gut. DM 2017 hatte er mit Pascal ein ziemlich knappes Rennen in der 83er um den Titel. Ist episches Battle. Pascal ja Erster geworden, Vincent Zweiter. Ja, hat jetzt eine Klasse runtergecuttet, hatte eigentlich viele Leute überrascht und ich bin mal gespannt, wie er da noch performen kann. Also ich habe mal gesehen jetzt, seinen letzten Wettkampf hatte er am 3. März scheinbar letzten Jahres, hat da noch fast 700 total gemacht, also 685, wog aber auch noch 85 Kilo, also bin ich mal gespannt, was er dann noch von seinen 685 Kilo noch auf der Stange halten kann. Sein Meldetotal ist jetzt nur bei 582,5, aber ich denke mal, da sollte er schon einiges drüber liegen können, ja. Und interessant ist vielleicht auch, wenn man sich mal die deutschen Rekorde anguckt in der 74er-Klasse, da ist der aktuelle Beugerekord bei 220 Kilo und Vincent hat in der 83er zumindest schon mal mit 81,5 Kilo 255 gebeugt, was 35 Kilo über dem deutschen Rekord in der 74er wäre.
Also zumindest den kann er sich, denke ich, mal holen, wenn er jetzt nicht sehr, sehr viele Ja, beim Kilos Drücken aber verloren vor hat, allem, ne? oder? Also, Ja, und er ist ja vor allem ein starker Drücker. ja, ich glaube, sein Bench-Rekord sind auch 175 und deutscher Rekord sind 155,5 in der 74er. Ist natürlich die Frage, Ja. ne? So ein Gewichtsverlust merkt man immer am besten auf der Bank. Vielleicht kann er sich den auch noch holen, ne? Ja, also ich denke mal 156 würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Ja, und ist die Frage, wie viel mehr da noch geht, wenn man eine komplette Klasse runtergeht. Ja. Ja, ansonsten denke ich mal, dass er vor allem hier mit dem Joshua, der ist doch, glaube ich, letztes Jahr auch auf der DM gewesen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Ja, ich immer. Genau, das genau, wollte ich gerade sagen. Sehr stark. Er hat ja mit 5 Kilo Rückstand zu Markus Ja. Küberle verloren, zweiter Platz Das geworden. sollte ein relativ Das heißt, interessantes ja. Duell, denke ich, zwischen den beiden werden. Und ich weiß nicht, dritter und vierter Platz hier, Sebastian Preine und der Sadi Zierl, oder wie man es genau ausspricht. Ich denke mal, die beiden, je nachdem, wie viel sie da jetzt auf ihre Meldelast packen können, kann man ja auch nicht immer zu 100% vertrauen, diese Melde total. Könnte es eigentlich ein relativ spannender Kampf da zwischen drei, vier Leuten um Platz 1 oder zumindest ab Platz 2 bis 4 oder so werden? Ja, ich glaube vor allem Platz 3. Ja. Also ich denke halt, dass Joshua Wright hätte ich jetzt zugetraut, weil er noch nicht so lange dabei ist, dass er noch einiges draufpackt und dass Vincent Kurt weit über seine Meldelast liegt. Das wären jetzt nur meine persönlichen Tipps für die ersten zwei Plätze und bei den anderen schätze ich mal, dass eventuell dann noch ein Kampf um Platz 3 ist. Ja. Aber das ist auch nur, kann man ja Ja, immer nicht so also wirklich von der sagen Liste vorher. her sind Platz 3 bis ja 5 ja nur 20 Kilo auseinander. Ne? Ja, Also genau. könnte sehr, sehr spannend auf jeden Fall Tagesform. werden. Sind wir ja Ja, Tagesform, und Progress, was bei, passiert vom wegen Wettkampf Markus noch? Kübele kann man ja vielleicht noch sagen, er hat sich ja leider verletzt an der EM, Adduktorenverletzung, soweit ich weiß, irgendwas an der Leiste mit. Ich weiß jetzt Ja. nicht genau, was er sich da abgerissen Ja, hatte, ich glaube aber war auf jeden Fall unschön, ich Bauchmuskel erinnere. auch, ist jetzt aber ja Ja. schon relativ lange wieder in so einer Art Reha-Training, wobei Reha-Training auch das falsche Wort ist. Also ich glaube, der hebt inzwischen auch schon wieder deutlich über 200 Kilo Conventional und so. Bank hat er, glaube ich, letztens noch ein PR aufgestellt und gestern hat er, glaube ich, sogar noch geschrieben, der ist jetzt wieder im Training beim Bundestrainer. Also ich denke, der sollte bald auch wieder Okay. angreifen können, ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall Ja, zum Glück krass. hat er sich da schnell erholt davon. Ja, also ist auf jeden Fall wirklich eine schnelle Erholung gewesen dann von der eigentlich schweren Verletzung, weil er da ja unter der Hantel Ja, sah zusammengebrochen auf ist jeden bei Fall der sehr EM. böse aus, ja. Ja, und er lag dann noch ganz, ganz lange oben bei der EM. Eben habe ich ihn gesehen, weil ich habe gleichzeitig Hugo betreut. Das war eben das Blöde. Ich musste dann runter zur Plattform wieder, habe gleichzeitig Hugo betreut, konnte nicht wirklich zu ihm und ja, war auf jeden Fall eine sehr unschöne Sache und hoffen wir mal, dass da er komplett heile wieder rauskommt, dass er da keine Schwierigkeiten mehr bekommt mit der alten Verletzung. Das ist ja oft das, oder wo ich zumindest kenne, dass man mit alten Verletzungen dann immer wieder ein bisschen so ein Ziepen hat und keine Ahnung, so was schnell wiederkommen kann. Ja. Aber hoffen wir mal, dass da die Genesung Ja. wirklich vollständig dann war. Ja, gut. Soweit zur 74er oder habt ihr noch irgendetwas, Ja. was ihr anmerken wollt? Denke, Nee, das eigentlich war's. nicht. Wir können eigentlich zur 83-Kilo-Klasse, die mit 20 Leuten wirklich eine riesige Ja, da das ist musst ganz du aber verrückt auch ist. schon zwei Leute wieder streichen. Also ich weiß definitiv, dass auf 7 der Sascha Roßkamp nicht startet. Der hat sich vor ein paar Okay. Wochen Ah, beim stimmt, ja. Beugen irgendwas im Rücken geholt. Auch sehr schade, war auch wirklich super gut drauf. Also der hätte, denke ich, auch um die 660 bis 670 Kilo bringen können. Ich glaube, hatte beim Sanity auch schon 660 gemacht. Und der Maximilian Kopp auf der 12 ist auch nicht dabei. Auch sehr schade. Ich glaube, letztes Jahr auf der DDM auch nicht gestartet, hatte er schon mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, und jetzt vor kurzem hat er sich wieder irgendwas an den Adduktoren geholt, kann halt nicht beugen. Auch sehr schade, hätte man ihm auch gegönnt, definitiv da jetzt mal teilzunehmen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, Ja, ob irgendeiner noch ausfällt. Jan Kubek, soweit ich weiß, wird wohl nicht teilnehmen, weil er zu lange, glaube ich, auch krank war und auch sonst einiges an Stress hatte, so. Und ja, jetzt eigentlich, glaube ich, jetzt vorhat, das Ganze langsam angehen zu lassen, weil er eben jetzt bei den Aktiven ist und eigentlich so das Finale bei ihm war,
bei den Junioren und der halt einfach noch mal seinen perfekten Wettkampf gemacht hat. Und er hat, glaube ich, vorher geplant gehabt, dann nicht weiter anzutreten, aber es lief, glaube ich, so gut und dann wollte er doch antreten und dann hat er aber gemerkt, dass es dann gegen Ende hin, ja, wie gesagt, wegen Krankheit, glaube ich, auch und wegen privaten Sachen dann nicht mehr so gut geklappt hat. Ja, und ist auch durchaus verständlich und ich glaube, das ist auch die bessere Entscheidung, sich da einfach Zeit zu nehmen, ein bisschen Abstand zu nehmen und ja, er hat noch so viele Jahre. Ja, wollte ich gerade sagen. Geht er auch eine Gewichtsklasse hoch. Es läuft ja nichts weg, ne, in dem Alter. Ja, so. Ja, genau. Das ist halt das, wenn die Juniorenzeit vorbei ist, dann muss man sich wirklich mal eigentlich eine Auszeit geben. Ja, ich glaube, viele, ich meine, ich kann da jetzt auch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele vielleicht auch so ein bisschen, ja, zu viel Gas am Anfang geben und dann zu schnell die Lust verlieren. Also, ich finde es ja, besser, genau, wenn du wirklich halt 10 Jahre, 15 Jahre dran bleibst, dann bist du irgendwann auch wirklich gut. Als jetzt 3 Jahre 150% fahren zu wollen, dann brennst du halt irgendwie aus, hast keinen Bock mehr, holst dir Verletzung, was auch immer. Am Ende sind meistens die Leute besser dran, die, sag ich mal, das entspannter sehen und auch langfristiger denken. Ne? Ja. Ja, Jan hat ja alle Zeit der Welt. Ich glaube auch so nach der Juniorenzeit ist halt auch oft für den Athleten eine schwierige Phase, weil die Konkurrenz ist plötzlich viel, viel stärker und halt meistens auch älter. Man kommt halt aus den Junioren, wo man da vielleicht noch richtig hart gepusht hat. Und dann kann es halt auch mal so ein kleines Loch einfach geben. Ja. Ja, auf jeden Fall, was spannend wird, was Stefan Pagelsen zum Beispiel auch wieder leisten wird, der auch richtig stark hebt. Und Max Eisinger sowieso. Ja, also ich würde eigentlich vorne so einen Dreikampf sehen. Also ich hätte eigentlich Jan Kobeck jetzt, ohne jetzt irgendwas Kritisches sagen zu wollen, auf Platz 4 oder 5 gesehen, weil er bei der Bank kann er halt mit den anderen nicht so ganz mithalten, da verliert er halt die Kilos. Ich denke mal, es wird ein Dreikampf zwischen Maximilian Eisinger, den ich persönlich denke ich auch als deutlichen Favoriten sehe. Dann Platz 2 und 3 sollte dann zwischen Stefan Pagelsen und Paul Marquardt ausgemacht werden. Ich denke, alle drei können an einem guten Tag sehr nah an die 700 kommen oder die 700 auch knacken. Also zum Beispiel der Max Eisinger hat gestern oder vorgestern noch gepostet, dass er jetzt im Training 255 gebeugt hat, was nebenbei mal 4,5 Kilo über dem deutschen Rekord ist. Ja, seine Bank ist, denke ich, auch bei, also 160 habe ich ihn auch schon vor einigen Wochen oder Monaten mal für ein Single machen sehen. Also Bank sollte auch über 160 drücken können. Und Heben ist eigentlich, sage ich mal, 275, 280 Kilo sind für ihn eher so ein Zweitversuch. Also da kann er auch an die 92 plus auf jeden Fall. Also an einem guten Tag, wenn er jetzt nicht zu viel Gewicht machen muss, kann er auf jeden Fall die 700 knacken. Und Stefan hat's ja gerade schon gesagt, Julian, jetzt vor kurzem noch die bayerische oder noch bayerische gemacht? Ich weiß gar nicht genau. Da hat er 692,5 total Bayern gemacht. Liga, war, ja, Bayern genau, Bayernliga war's. Also 692,5. Ja. Wohlgemerkt, aber auch das knapp 3 Kilo über der Klasse, ne? Also das spielt ja auch nochmal ein bisschen eine Rolle. Ja. Aber auf der anderen Seite hatte er halt noch Luft bei den Versuchen, ne? Zumindest die 92 im Heben habe ich gesehen. Da ja. waren noch einige Kilos drin, ne? Also da kann ja. man auch eventuell. Mal schauen, ob er die 300 angreift. Ja. Ja, und Jan hier, ach nicht Jan, Paul Marquardt hat jetzt ja in letzter Zeit ein bisschen, sage ich mal, Geheimnis aus seinem Training gemacht. Aber vor ein paar Wochen hat er noch so einen Tag gehabt, da hat er bei jedem Lift ein Single gemacht und hatte mit den Singles insgesamt 690 Kilo. Also bei ihm kann man, denke ich, auch damit rechnen, dass er sehr nah an die 700 kommt, ne? Ja. Und wen man nicht unterschätzen sollte, der jetzt eine Klasse runter ist, Jari Ott, der hat schon 700 gemacht, eine Klasse drüber. Und ist eben die Frage, wie viel Leistung kann er halten? Oder kann er sogar besser sein? Sammels, also, der hat schon vor sehr langer Zeit 700 gemacht. Also, keine Ahnung, 2016 hat er schon 700 gemacht. Ja, der war, glaube ich, danach dann ein bisschen verletzt, ne? Also, ich glaube, ja. an seiner alten Leistung ist er auch in der 93er nie mehr so richtig rangekommen. Ich glaube 700 hat er später nochmal gemacht. Ja, ich glaube, der war ja Vizemeister mal eine 93er, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Aber auf jeden Fall, ja,
weiß man da auch nicht, was da geht. Also in der 83er, ich habe ihn jetzt mal vorsichtig so eingeschätzt mit einer Prognose zwischen 640 und 660 Kilo total. Also seine Beuge hat, glaube ich, relativ gelitten unter der Diät. Da hatte er jetzt einen Beugesingle mit 200, der wirklich nicht schnell war. Also so weit über 200, denke ich, wird er nicht beugen. Bank hatte er immerhin noch ein Triple mit 155. Also die ist wirklich noch sehr stabil. Ja, krass. Ja, und Heben ist der im letzten Versuch, legt er halt immer auf, was er braucht. Also ich denke, so 270 plus kann er auf jeden Fall auch noch heben, ne? Aber meiner Meinung nach leider kein Kandidat mehr für die Top 3. Also das wird er nicht schaffen. Aber ab Platz 4 ist alles für ihn drin, würde ich sagen. Da wird er wahrscheinlich ein Duell mit dem Mocky haben. Muss man ja auch immer auf der Liste haben. Er hat auch den Vorteil, dass er ja von der 74er hochkommt und immer noch längst nicht die 83 Kilo ausfüllt. Also er ist der Einzige, der sich um sein Gewicht keine Sorge machen muss, was auch psychologisch auch nochmal ein Vorteil sein wird. Also der muss sich diese Woche nicht stressen, im Gegensatz zu allen anderen, würde ich behaupten. Ja. Hat aber, wie ich weiß, auch ein paar Wehwehchen gehabt. Also nach dem Insanity hat er, glaube ich, so eine leichte Schulterverletzung, die er jetzt eigentlich die ganze Zeit mitschleppt. Aber ich denke mal, Marcel kann auch so 670 bis 680 kann er auch packen, ja. Vor allen Dingen eine sehr starke Beuge, also da kann er auch 240 plus auf jeden Fall machen. Also da muss dazu halt wirklich sagen, dass vor allem für deutsches Niveau halt wirklich fast alle stark sind, die da in der Klasse gemeldet sind. Und keine Ahnung, Daniel Höcker, weiß ich, ist glaube ich erstes aktiven Jahr auch richtig stark. Und Marcel Böglin hast du eh schon gesagt, Markus Heidkamp, Tobias Ströme kenne ich jetzt, glaube ich, nicht, aber Meldelast auch stark. Maximilian Kopp kenne ich, denke ich, auch sehr stark. Der startet ja nicht, hatte ich ja eben kurz gesagt. Ach so, aber ach, das war einer von du denen, du hast dann noch hier diesen Hauke Hess, der hat auch fast sechs. Also allein, wenn du mal die 83er siehst, wie viele da schon mit knapp 600 oder deutlich mehr gemeldet sind, das ist schon, das Niveau zieht sehr 600 ist halt auch schon nicht an, ohne in der 83er. Ja. Ja, und ansonsten, wen ich halt noch relativ gut kenne, den habt ihr ja auch kennengelernt in Mainz, hier den Vadim Seltenreich. Ja, genau. Auch relativ low gemeldet. Also der hat auf der LM in Mainz hat der auch 570 gemacht. Also ist auch 22,5 Kilo mehr. Ist jetzt auch in der Vorbereitung eigentlich so unterwegs gewesen, außer sein Heben lief jetzt die letzten Einheiten nicht mehr ganz so gut. Was bei ihm halt noch dazu kam, er hat halt noch ein Studium, musste parallel noch sehr viel Leichtathletik jede Woche üben, hatte dann noch Prüfungen und so weiter und so fort. War halt nicht die optimale Vorbereitung jetzt. Aber ich denke mal, er kann auch. Und spotten musste er. Genau. Sehr nah an die 600 kommen. Ne? Also ich glaube, in der 83er unter 600 wird da fast keiner machen. Also das ist schon echt heftig inzwischen. Ja. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Von der Leistungsdichte her, wie er richtig dann krass. Gehen wir zur 93er, oder? Ja. Ja, also eine 93er, wer die Klasse gewinnt, müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, also zumindest an normalen Tagen. An sehr, sehr normalen Tagen, ja. Ja, da ist halt nur die Frage, welche Rekorde kann er jetzt noch brechen, der Sascha, ne? Also ich hoffe mal, ich würde es ihm so sehr gönnen, dass er sich den Bankrekord von Konrad holen kann. Und natürlich seinen eigenen Kreuzhebe und total Rekord noch weiter hochschraubt. Ich glaube, er hat zu mir gemeint, er will eventuell den inoffiziellen Welt- oder Europarekord im Heben brechen. Na, da muss er aber richtig liefern. Der ist, glaube ich, 372,5, ne? Der Weltrekord. Ja, ist das so? Ich hätte gedacht, über 360. Nee, also ich hätte gedacht, irgendwas über 360. Sascha hat ja jetzt bei der Bundesliga, hatte der 360 gehoben. Und da hat er selbst auch noch gepostet, denn jetzt noch 13 Kilo, dann hat er den Weltrekord. Also der ist 372,5. Also ich glaube nicht, dass er den jetzt packen wird. Nee, also ist ein Monster, aber 373 wird er so kurzfristig, glaube ich, noch nicht heben können. Es sind halt einfach total unrealistische Gewichte für die meisten Menschen. Ja. Also da sind ja wirklich 300 ein Peanuts, wenn man in dem Bereich ist. Ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr 300 von Sascha oder 290 oder so im Warm-up gesehen, in der letzten DM.
Ja, das sieht einfach lustig aus. Ja, das ich fand's letztes, das passende Worte. Ich fand's letztes Jahr auch echt sehr lustig, als er einfach mal im Opener schon easy mit deutschen Rekord eröffnet hat, ne? Also, das zeigt dann halt, was für ein Niveau er hat, ne? Also, wenn im Opener beim Heben, wo du eigentlich eh relativ leicht reingehen solltest, dann schon deutschen Rekord machst, war ja leicht. Kann man mal machen, ne? Ja. Ja, man muss ja dazu sagen, wenn Sascha hier seine 8,25 laut Meldelast macht, dann wäre der, was hatte der IPF Worlds Gewinner? Ich glaube 8,30. Also ist halt auf einem, oder EM? Ja, ich glaube halt so um den Dreh. Niveau, wo er halt Worlds oder eine Europameisterschaft bei der IPF. Ja, er hat sich beides nicht viel genommen. Ja. Und das zeigt ja schon, also ist er mit zu den besten 93ern auf der ganzen Welt gehört. Der Welt gehört. Ja, das Einzige, was ihn halt international so ein bisschen dann killt, ist leider die Beuge, ne? Also da fällt er im Vergleich zu den absoluten Spitzenleuten ab, aber durch sein absolut krankes Heben und auch Drücken, ja, ist er dann am Ende immer noch einsame Spitze da vorne, ne? Ja, genau, packt er so viel beim Heben und beim Drücken drauf, das ist völlig egal, dass er nicht ganz so viel beugt. Ja. Ja. Ja, ja, wenn er noch viel beugen, dann wär's richtig verrückt sein, total. Pascal und Mike Trout haben ein Battle. Bodybuilding-Battle auch. Ja, das wird auch spannend. Also wer hat die bessere Form? Die dürfen aber ihr T-Shirt nicht mehr ausziehen beim Heben. Ja, das wird dann schwer zu beurteilen. Das finde ich auch sehr traurig, ja. Aber ich denke mal, zu Pascal kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr sagen, Julian, weil du trainierst ihn ja auch, wenn ich mich da nicht irre. Aber Mark sehe ich, denke ich, schon vorne in diesem Zweikampf, weil Mark einfach Pascal, vor allen Dingen, wenn man jetzt, ich meine, Pascal hat auf Wettkämpfe immer viel mehr gehoben als im Training, wobei ich jetzt sein Heben überhaupt nicht einschätzen kann. Also man muss ehrlich sein, im Training lief es jetzt katastrophal, anders kann man es ja eigentlich nicht sagen. Also wenn er seinen geplanten Opener im Training schon nicht heben kann, ja, muss man es eigentlich sagen, dass es eine Katastrophe, das stand auch nicht im Plan, dann ist. Ne? Ja, ich meine, der hat immer seine eigenen Pläne. Er war halt sehr vertieft, deswegen habe ich ihm eigentlich einen leichten Tag aufgeschrieben und er wollte, glaube ich, für den Kopf nochmal sein Opener heben, aber es weiß nicht, ob das super gut war fürs Heben. Nee, aber ja, keine ansonsten, Ahnung. Wenn Pascal, ich weiß nicht, mit 260, 270 rausgehen sollte beim Heben, was auch immer, nimmt Marc ihm da halt bestimmt 40, 50 Kilo fast ab, ne, beim Heben. Also da muss Pascal halt. Ja, der Mike kann halt fürs Heben auflegen, ne? Für den Sieg. Ja, und das wird halt einfach Fakt sein, dass er einfach auflegt, was er braucht. Ja, und bei der Bank hat Marc auch nochmal in letzter Zeit ein bisschen draufgepackt. Also da ist er wirklich immer abgefallen im Vergleich zu den Superleuten in der 93er. Aber 170 plus kann Marc inzwischen auch drücken. Und was für ein Total traust du Marc zu? Also über 700 kommt er auf jeden Fall. Ich würde Marc. Ja, darüber brauchen wir nicht reden. Ich würde Marc, denke ich, schon, ja, jetzt bräuchte ich eigentlich einen Taschenrechner, aber über 720 auch zutrauen. Also ich schätze mal, beugen kann der hat jetzt wieder letztens eine kleine Leistenzerrung gehabt, das hat er immer öfters, kurz vorm Wettkampf zerrt er immer was beim Beugen, aber der hat einen Triple mit 250 relativ entspannt gebeugt, also da waren auf jeden Fall noch anderthalb bis zwei Wiederholungen im Tank. Ein Triple mit 160 gedrückt und ja, bei der Bundesliga hat er 310 gehoben, ne? Ja, ich komme da eher auf 57 mit den Werten. Ja, also ich sag mal 7,25, 7,30 sollte er immer packen können und an einem guten Tag auch mehr, ne? Also ich denke, Marc wird zweiter. Aber Marc ist mit der Leiste, das glaube ich, ist, weil er unten ein bisschen wenig Kontrolle hat in der Beuge. Da muss er stabiler werden. Weil sonst reizt er da immer irgendwas, denke ich. Also das ist bloß meine Vermutung. Ja. Aber ansonsten ist er auf jeden Fall Favorit, würde ich fast sagen. Ich meine, ich darf jetzt ja meinen eigenen Athleten nicht schlecht reden. Aber nee, aber man kann ja objektiv urteilen. Ne? Also ich denke mal, wenn man... Also bei Pascal habe ich mal ausgerechnet, also wirklich so, die Spanne ist ja sehr groß. Tagesform auch immer bei Pascal, da ist sie sehr groß, die Spanne. Und der muss auch mit dem Gewicht halt, ist er halt knapp, ganz knapp nur drüber, aber trotzdem wenig essen und so. Hat er abends Weigh-In. Er hat abends Weigh-In, muss schauen, dass er da nicht zu schwer ist und so. Allerhöchstes Maximum, was ich ausgerechnet habe, wäre 7,35. 700 wäre auf jeden Fall Pflicht zu machen. Ja, und einfach mal schauen, was wir da rausholen. Es kommt halt einfach auf die Versuchsauswahl. Ist da irgendwas, weißt schon, wegen Ellbogen eine ungültig oder wegen
Tiefe oder Lockout beim Heben und was weiß ich, die sind in letzter Zeit sehr streng. Wenn der eine ungültig ist, hast du halt direkt schon, das vielleicht Versuch wiederholen oder irgendwas und kann schon direkt einiges an total weg sein. Ja, was man bei den beiden vielleicht auch nochmal kurz rausstreichen kann, ich glaube, die haben beide auch so ein bisschen das Ziel, sich ja den deutschen Rekord in der Beuge zu holen. Was ich auch beiden zutrauen würde. Pascal hat ja schon mal vor seiner zweiten OP, glaube ich, 2,75 im Training gebeugt, ne? Ja, genau. Wir haben da kurz vorher nochmal ausgemaxt vor der OP und da hat er 2,75 gemacht. 2,78 ist Rekord, oder so? Ich warte, 2,77,5. Ja, 2,78 wäre Rekord. Ja, also das können beide an einem guten Tag, wenn sie, sag ich mal, jetzt unbedingt den Fokus darauf haben und sich beim Beugen vielleicht schon komplett aus dem Leben schießen wollen und das Total dann vielleicht doch egal ist. Wer weiß ja nie, wie die Ziele sind. Vielleicht sagt einer, komm, ich kann eh nicht Erster werden, hole ich mir wenigstens einen deutschen Rekord. Ja, wenigstens fehlt jetzt Lukas da, weil der hätte ja auch vorgehabt, da den deutschen Rekord noch zu beugen. Aber er tritt ja nicht an der DM. Ja. Und holt sich der Chris? Easy? Ja, der Chris packt nochmal 50 Kilo auf die Beuge drauf. Easy. Genau, wir betreuen noch den Chris. Der kommt jetzt bald langsam wieder an seine Bestwerte ran. Der hat ja auch eine OP noch dieses Jahr gehabt an der Schulter. Auch ein bisschen Struggle. Und war jetzt in jedem Lift, glaube ich, 10 Kilo, beziehungsweise auf der Bank 12,5 Kilo von seinen Bestwerten weg, aber auch noch 6, 7 Kilo leichter als damals. Also es wird langsam bei ihm und werden auch wieder ein bisschen was draufpacken können im Gegensatz zum letzten Mal. Aber bis er wieder in Bestform ist und seine alten Leistungen schlägt, dauert es noch bis Sommer, bis er da Richtung 700 kommen kann. Deswegen ist er jetzt nicht oben mit dabei, weil das sind ja viele da im Bereich 96 hier. Bernhard Klinger, Martin Massard sind beide richtig stark. Ja, also auch vom AC Bayreuth, von unserem Verein, eben Martin Massard, der über 700 machen kann. Und ja, die beiden sehe ich. Bei dem lief es übrigens ziemlich gut. Der hat Juggernaut AI auch gemacht, so wie ich. Ihm habe ich das auch empfohlen damals und lief bei ihm richtig gut mit dem Programm und bin gespannt, ob es jetzt am Ende auch noch gut lief. Also das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe und ob er jetzt da die 700, da hat schon irgendwas Krasses gehoben noch im Gym, über 300 irgendwas. Ja, also Martin und Bernhard können vielleicht, ich weiß nicht, wie weit die jetzt noch über ihr Meldetotal vielleicht hinaus können, weil Martin glaube ich auch, dass er die 700 knackt. Ja, ich weiß nicht, ob die an Pascal rankommen können, je nachdem, was ja, Pascal drückt. Ja, doch, ich denke schon, also wenn Pascal schlechten Tag hat, die haben einen guten Tag, ja, definitiv. Also wenn Pascal, sag ich mal, beim Deadlift ähnlich hebt wie im Training, was ich nicht hoffen will, dann definitiv, wenn er performt wie sonst immer, wo er plötzlich, weiß nicht, 20 Kilo oder 30 mehr heben kann, als er im Training ansatzweise vom Boden bekommen hat, dann nicht, aber sonst wird es auf jeden Fall sehr spannend, wie die beiden von hinten da noch rankommen können. Ne? Ja, also Beuge lief heute auf jeden Fall gut, habe ich vorhin Videos gekriegt, dass Beuge zumindest jetzt wieder leicht war, was ja die Woche davor auch problematisch war. Und mal gucken, vielleicht ist er wieder fit, Pascal. Ich weiß nicht genau, was teilweise die Ursache dann war. Ja, der hatte so doch, ich meine erstmal natürlich die OP und danach, ich glaube vor zwei Wochen oder so, haben die sehr viel neues Equipment auch im Gym bekommen. Da hat er den ganzen Tag aufgebaut und gearbeitet, so, ne? Hat er gesagt. Und dann hat er halb durchgemacht, ist noch ins Training am nächsten Tag, hat er noch gedrückt und mit ein paar Stunden Schlaf nur und so. Ja, es war schon alles jetzt nicht optimal, aber kann man vorher nicht sagen. Wenn er jetzt gut erholt ist, dann geht schon noch ein bisschen was. Ja, okay. Ich weiß nicht, 93er eigentlich soweit auch alles Interessante gesagt, denke ich mal. Genau. Ja, würde ich zu 105er. Friedrich. Ja, ich weiß nicht, wisst ihr eigentlich, wie fit er wieder inzwischen ist, ne? Also der hatte doch seine Verletzung. Ich habe nur irgendwas vor ein paar Tagen mal von ihm gehört, dass er in irgendeiner Disziplin knapp unter einem deutschen Rekord im Training etwas rausgehauen hat. Ja, das wollte er nicht sagen, aber ich wollte gerade sagen, wir halten es geheim. Julian kommt sofort in der Beuge. Es war ja eigentlich klar, Podcast, dass es Beuge oder da, Deadlift sein muss, ne? Also dass er nicht 220 Kilo im Training drückt, sollte glaube ich jedem von uns klar sein, weil da vielleicht hat mit sieben Slingshots. Da hat Jan Bastian diesen krassen Rekord letztes Jahr aufgestellt.
Ja, also ich bin mal gespannt. Also ich denke Naja, also mal. Friedrich kommt es immer nur darauf an, ob er seine Versuche reinkriegt. Er kann tief genug beugen, definitiv, das hat er auch schon be bewiesen, aber er macht es nicht immer. Er kann ihn locker beim Heben, aber er macht es nicht immer. Und er kann drücken, ohne den Arsch von der Bank zu nehmen, aber er macht es nicht immer. Und ja, das ist halt immer die Frage. Also er ist, glaube ich, relativ fit. Und 800 sind bei Friedrich immer drin an einem guten Tag. Ja, muss man dazu sagen. Also er ist an einem guten Tag nicht schlagbar, denke ich, für andere. Aber ist immer die Frage, ob er seine Versuche gültig kriegt und einen guten Tag hat. Ja, also was man vielleicht jetzt noch mal rausstreichen könnte, da wollte Tobi gleich, glaube ich, auch noch was zu sagen. Schlagbar wäre er, denke ich, wenn Konrad Burkhardt noch antreten würde. Startet ja aber jetzt nur Ja. Altersklasse. Der hat Ach so, ja auch ja. 790 letztes Jahr in die Wertung gebracht mit Ja, der war stark. federleichten, was wog der? 95 wog der, glaube ich, ne? Also Ja, irgendwie so. er könnte, wenn er die Klasse füllen würde, locker gewinnen, Ja, denke aber der ist ich. ja zum Glück AK gemeldet, ja. Aber ja, ansonsten, ja, Tim wird, denke ich, den zweiten Platz machen, aber an einem guten Tag ist Friedrich, denke ich, besser. Wofür sich beide, denke ich, betteln können, wird der deutsche Rekord im Heben sein, ne? Der ist ja bei 3,35. Ja, das können beide schlagen. Friedrich hat ja schon mal Ja. auf der LM mehr gehoben. Problem ist dann immer, wie sieht die Technik aus? Kriegt das gültig oder nicht? Ja, und Tim kann das auch immer heben, ne? Also Ja. Deadlift-Rekord wäre mal an der Zeit zum Fallen. Ja, und total Ja, also kann Friedrich hat Friedrich im sich Training auch holen. 3,32 jetzt Ja. gehoben. Ja, und je nachdem, wie viel Friedrich beugt, kann er eventuell, ich weiß nicht, traust du das ihm zu, Julian, den Beugerekord sich von Ja, Cesco holen? Sind ich traue ihm jetzt, 2,85 ja. zu. Also von der Kraft her. Ja, dann Ja, der hat könnten. knapp unter dem Rekord jetzt eben Ja, gebeugt im dann Training und die waren könnten. leichter als damals. Der hatte damals vor der letzten DM oder so, oder EM, ja vor der EM, hat er es hochgegrindet. Diesmal war es ein bisschen leichter. Ich glaube, so ähnlicher Wert halt. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall. Ansonsten Romano Rengel auch sehr interessant. Das erste Mal Ja. an der DM, oder? Ja, der war, glaube ich, schon nie Ja. dabei. Ja. Also auch neues Gesicht im Powerlifting. Ja. Indirekt. Ja. Ja, zumindest im BVDK. Mike Schollbach weiß ich gar nicht, ob der sicher antritt. Ich glaube, der tritt auch an, hat aber den Fokus eigentlich woanders liegen, ne? Also, Ja, ja, stimmt. Der er ist ja Ausrichter. Organisator. Ja. Er hat Ja. auf jeden Fall genug zu tun. Ja, ist die Frage, Ja. wie viel er da dann macht. Ah, es ist halt schwer, wenn du so einen Wettkampf mit hier 32 Ich Leuten glaube, der bereitet ausrichtest. sich aber, glaube ich, gerade auch noch auf irgendeinen Equipped-Wettkampf vor. Ich glaube, da habe ich Ja. irgendwas gelesen. Also, das ist, glaube Ja. ich, der hat, glaube ich, gepostet noch vor 2, 3 Wochen, dass er jetzt nur aus dem Training raus startet auch. Ja. Also den ersten beiden kann er nicht ansatzweise gefährlich werden. Also die machen da vorne, je nach Tagesform, die ersten beiden Plätze unter sich aus und ab Platz 3 wird es dann, denke ich, spannender. Tobi, wir betreuen dann wahrscheinlich Friedrich, Viktor und Robert in der 105er. Viktor Heckel, Robert, wo ist Robert? Ja. Robert Mack, Ja, ja. Friedrich, Ich Viktor glaube, wir betreuen ja drei Leute in der und Klasse. Robert. Ja, stimmt. Ja, Das Viktor ist lustig, Heckel, der kann weil. auch über 300 heben, denke ich. Oder kann 300 heben auf jeden Fall. Ist meine Einschätzung. Weiß ich nicht, ob es macht. Ja. Wird auch mal stark und hat jetzt schon gut draufgepackt. Also 700 traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ja, mal schauen, was sonst so bei den Leuten geht. Ich kenne jetzt nicht zu viele. Ja, Victor hat halt im Training hier 2,75 An die Decke Deadlift gefeuert, ja. gesmoked und Squat auch 2,55. Und er ist jetzt ja auch erst erstes Jahr aktiv für der Victor, glaube ich, Erstes oder? Jahr aktive und im Coaching bei Friedrich. Ja, Ja. ich kenne ansonsten hier noch den Kai Eckert. Ja, war jetzt auch Ja. ein bisschen verletzt, glaube ich. Hat einige Wehwehchen, vor allem beim Beugen kann er im Moment, glaube ich, nicht wirklich oft trainieren. Weiß ich nicht, ob er seinen Platz 7 da halten kann jetzt mit der Verletzungsgeschichte. Hier der Dimitri auf Platz 8 ist auf jeden Fall auch ziemlich stark. Ist, glaube ich, auch noch relativ neu im KDK-Bereich. Wird auch hier von Thomas gecoacht, also der Freund von Julia Kunstner. Macht er auch einen PR nach dem anderen im Training, also mit dem kann man Ja. auch in nächster Zeit rechnen, aber
Ja, ich sag mal, für die ersten zwei, drei Plätze wird es, denke ich, nicht reichen, aber im Mittelfeld sollte es, denke ich, relativ spannend auch in der Klasse werden Du können. siehst ja hier, Platz 6 ist mit Ja, 6,775 ja. gemeldet und Platz 10 mit 6,65. Ja, Also also das wird sehr, sehr spannend auf jeden schon sehr Fall. eng zusammen alles. Ja, naja, 120 haben wir Andreas Reitz mal wieder und das Battle mit Paul-Johannes Hettrich. Ja, das Das wird wird auch wieder spannend. spannend, definitiv. Ob da der Hettrich vielleicht wieder genau das auflegt, was er braucht. Und Ja, und damit. ob er wieder einen Wackler drin hat oder nicht. Ja. Im Heben. Ja, das ist immer die Ja. Frage. Die Sumo-Gefahr halt, ne? Ja, Kennt also man er ja von kann vielen 260 Leuten. heben, meiner Meinung nach, an einem guten Tag, aber es ist immer die Frage, ob er es gültig kriegt oder ob er einen Wackler drin hat. Ja. 360 meine ich. Ja. Ja, Ja, nicht ansonsten 260. kennt man den Richard Kielmann ja auch noch. Ist ja eigentlich Ja. immer wieder ein Begriff gewesen. Hier dann der Patrick Pötsch ist eigentlich auch, kommt auch aus dem Football. Ich weiß, der trainiert hier im Rhein-Gym in Köln. Ja, Ja. ist jetzt eigentlich, glaube ich, eher so in der Off-Season gewesen, hat da ein bisschen mehr Wert auf KDK gelegt. Auch sehr, sehr stark, aber da er dann noch sehr, sehr neu ist, halt keine Chance auf die ersten beiden Plätze. Aber ihm würde ich auf jeden Fall einen dritten Platz zutrauen. Also da er so neu ist, hat er immer Potenzial, sich schnell zu steigern und ist vom Platz 3 jetzt auch nur laut Meldelast 10 Kilo entfernt. Ja. Was ich auch noch sehe, ist Felix Kappmeier. Ah ja, stimmt, Felix Kappmeier. Und ganz unten der Lars Lickmann. Lars genau, von lift you hier up, Lift You ne? Up. Ja. Das war eigentlich auch eine ganz coole Klasse, weil Ja, sonst war das es ja sind manchmal so, viele dass coole die Leute dabei. 120er sehr schwach besetzt war, aber diesmal eigentlich auch. Ja, Ja, 8 Leute ist schon ganz gut. cool. Ne, den Ja. Felix Kappenmeier wusste ich gar nicht. Das ist ja hier Felix Banker, ne, bei Instagram, Ja, ne? Ich wusste, genau. Ja. ich kannte den Namen erst nicht und habe dann gesehen heute noch ein Video von ihm. Ich weiß nicht, ob das wirklich heute war. Der hatte, glaube ich, also wenn es wirklich heute war, finde ich es komisch für die Vorbereitung, ein Deadlift Triple gemacht, beziehungsweise er hat ein Double gemacht. Das war schon ein richtiger Grind. Also eigentlich hatte er ihn schon hochgehitcht und hat dann noch versucht, den dritten zu ziehen. Da ich auch so, wenn das jetzt wirklich 4, 5 Tage out war, ob man dann so krass nochmal beim Heben all out gehen muss. Aber der hat sich nochmal richtig gegönnt, Immer auf ans jeden Limit, der Fall. Felix. Ja. Immer ans Limit. Aber Felix, denkst du aber auch, der Erste ist am Limit, dann Ja. kommt der Zweite, dann denkst du, okay, hat er geschafft, der ist am Limit, dann kommt der Dritte, dann denkst du dir, okay, den schafft er nicht, und dann zieht er halt auch noch. Ja, also er kann sehr gut grinden, besser als jeder andere. Ja. Ja. Schon immer sehr geil, seine Deadlifts. Ja, Ist auch immer ab gut Stimmung. 120, offene Klasse. Ja. Da ist ja alles offen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne da nicht so viele, also den Carlo. Aber da habe ich auch schon länger nichts mehr von gesehen. Wie stark der jetzt im Moment ist, weiß ich gar nicht. Ja, und ansonsten von den Namen her so ein bisschen, aber müsstet ihr mir, denke ich, aushelfen. Also ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, wer ungefähr wie zu erwarten sein sollte. Ja, Jewgeni schon seit langem ähnlich stabil in der Leistung, denke ich. Also, dass er auf jeden Fall immer normal performt und sehr viel hebt auch. Die zwei Ja. Meldelasten hier sind das genaue Ergebnis der letzten DM, habe ich gerade nachgeschaut. Der DM 2018. Okay. Ja. Ja, Carlo auf jeden Fall sehr stark. Wahrscheinlich Favorit. Oleg macht ja Ja. normal mit Equipment. Habe ich mich gewundert jetzt gerade, habe ich gerade gelesen, dass er antritt für Erfurt. Ja, den Aber kenne auch, ich denke halt ich, auch sehr noch, stark. aber sonst. Ja, aber ich weiß nicht, was er Raw machen kann. Also weiß ich wirklich nicht. Ich weiß Auch nur, dass er nicht. Equipped schon echt viel macht. Ja. 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 Ja, wollen wir weitergehen? Ich habe zumindest drei aktive, drei bei den AK-Leuten rausgeschrieben. Nämlich den einmal Ja, hatten wir ja kannst du mal schon, durchgehen. den Konrad Burkhardt, der 105er, der 790 gemacht hat. Was halt eine brutale Leistung ist. Ich habe Ja, jetzt, krank. ich habe vorhin gesehen oder gestern gesehen, Julian, ich habe es dir ja gezeigt, wie er halt im Gym, im Training
200 mal 3 drückt und einfach easy. Ja, und auch ja, immer so auf so einer komischen Bank und so, ne? Also so eine Bank, wo du denkst, sie klappt gleich jederzeit zusammen. Also der kann das ja wirklich unter den schlechtesten Voraussetzungen drücken. Ja, das stimmt. Ja, und dann eben war die zweite Person Kevin Koch bei den AK1, 120 plus. Kevin ist back. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wann sein letzter Wettkampf war. Was er da gemacht hat. Ein BVDK schon ein bisschen her, denke ich. Ja. A 216 DM weiß ich noch. 300 oder so gebeugt in dem Dreh. Ja. Ja. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was er da machen würde und auch wie sein Total im Vergleich zu den aktiven über 120 Kilo sein wird. Ja, das stimmt. Also da, das finde ich dann interessanter als den Vergleich innerhalb der AK1 Klasse. Weil er da auf jeden Fall mit den aktiven mithält. Ja. Ja. Und die zweite Ganz kurz, der Präsident tritt auch an, Frank Wunderlich, Senior, genau. AK2, minus 59. Auch mal ganz interessant. Also, dass eben die Leute, die dahinter stehen, dann auch antreten und so. Ja. Und du wolltest noch Rolf Hampel wahrscheinlich sagen. Ja, genau, der hatte letztes Jahr den Squad-Rekord bei den Aktiven versucht zu brechen und war ja quasi, ja, die Kraft war vielleicht da oder war wahrscheinlich da, aber es wurde, wie es letztes Jahr zumindest ausgesehen hat, ein bisschen zu früh eingegriffen von den Spottern. Und ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr da vielleicht angreift. Ja, der ist ja sogar, weil er vor den Aktiven dran ist. Altersklasse 2, ne? Ja, muss man dazu sagen. Geisteskrank, die Leistung. Ja, also wenn er sich den holt, den aktiven Rekord, würde ich ihm super gönnen, aber ich glaube, der fällt dann am übernächsten Tag auch direkt wieder. Ja, das kann sein. Ja. Aber ja, kann er sich holen. Ich bin schon gespannt. Ansonsten zu den Frauen müssen wir. Jo, ich würde straight in die 52 Kilo Klasse eigentlich gehen. Ja. Da ist Marien gemeldet mit 360. Oh, kranke Leistung. Und es hat, ja, so kann man sagen, das ist eine brutale Leistung. Ich habe euch gesehen, ja, im Training, es hat nie gedrückt, 80 oder so, oder 85? Ja, ich denke ja, mal, bei ihr, dass bei sie 77,5 hat sie versucht zu drücken an der DM Bank und glaube ich nicht geschafft, deswegen denke ich mal 80. Hm, ja, das kann sein. Ja. Auf jeden Fall, ja, die wird sich wahrscheinlich sogar nochmal steigern. Also ich denke jetzt erst mal, dass sie das Ziel haben wird. Ja, 80 was. Ja. Und was auf jeden Fall realistisch ist, ich habe mal die deutschen Rekorde mir aus der Klasse angeguckt. In der Beuge 137,5, da hat Maren auf der letzten DM 135 gebeugt. Also nur noch 3 Kilo, dann hat sie den deutschen Rekord auch. Den Bankrekord wisst ihr ja, denke ich, bestens selbst. 77,5 von Lea kann sie sich, denke ich, auch holen. 76 hat sie letztes Jahr schon gedrückt. Ja, und die beiden anderen deutschen Rekorde hat sie sowieso, ne? Also vielleicht hat sie dann alle 4 nach der DM. Also würde ich jetzt nicht unbedingt das unrealistisch einschätzen. Ja, das kann sein, dass sie sich den Rekord von Lea auch holt, ja. Ja. Also die Maren ist ja wirklich zurückgekommen jetzt erst und kann wahrscheinlich da noch gut draufpacken. Ja. Hat er erst wieder mit KDK angefangen. Ich glaube, eine Zeit lang hat sie kurz Bankdrücken, habe ich gesehen. Ist ja schon vorher angetreten wieder. Ja, die ist früher, muss man sagen, international gestartet. Ich glaube, sie war Vize-Weltmeisterin Junioren, meine ich. Und hat da eben die Rekorde auch von Lea gesetzt, also in Leas Klasse damals, wo wir nur den Bankrekord auch brechen konnten, glaube ich. Ja, da lagen wir, ich glaube, im Beugen lagen wir 2,5 Kilo unter ihrem Rekord noch und im Heben noch ein paar Kilo. Ja, da hat sie schon 150, glaube ich, gehabt. Ja. Genau. Ja, 148 ist der Junioren-Deadlift-Rekord von Marien. Ja, oder 148, ja. Das hat krasse Leistung. Ja. Auf jeden Fall da schon brutal geliefert als Junior, dann Pause gehabt und so. Und ja, jetzt wieder zurückgekommen. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Celine Hein. Aktive, okay. Auch stimmt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Kann man auch mal machen, ne? Baujahr 2000, also mit Abstand die Jüngste. Ja. Ja, ist cool. Ich denke mal, sie kann... Ja, die ist gerade aus der Jugend raus, muss man zu sagen. Platz 3 holen. Platz 2, denke ich mal, wenn die Nerven mitspielen, ist dann auch Annika Mantel. Hat letztes Jahr leider den Bomb-Out auf der DM gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Relativ neu in dem Sport, aber auch relativ stark schon. Ich würde sie jetzt auf jeden Fall, Beuge habe ich nicht viel gesehen, bei 100 plus bei der Beuge einschätzen. Drücken, da ist sie wirklich sehr stark für ihr Gewicht, kann sie auch, denke ich, um die 70 schaffen. Ja, und heben hat sie jetzt einen Opener gepostet, den sie die Tage gehoben hat. Es waren 130 und die waren auch relativ einfach. Also ich denke mal 140 plus kann sie auch heben. Also über 300 ja, sollte sie auf jeden Fall auch schaffen. Ja, ja, ich hab's auf jeden Fall coole Klasse und muss man allgemein ja sagen, richtig viele Frauen. Ja. Brutal. Wir sehen es ja gleich noch in der 63 Kilo Klasse. Ja, die ist richtig. Ja, auf jeden Fall auch sogar 52er echt gut besetzt. Gutes Niveau am Start. Erster Platz, eh klar. Rest sieht man dann. Und bis 57, da kann ich vielleicht dann noch sagen, dass ja Lea dann nicht angetreten ist und so, hat viele private Gründe auch gehabt. Also ich bin ja mit ihr gerade nach Bayreuth umgezogen. Sie hat schon in Bayreuth gewohnt, aber innerhalb von Bayreuth ist sie umgezogen. Wir richten gerade immer noch die Wohnung ein. Und es war halt jetzt so am Ende, dass wir unter der Woche die Wohnung einrichten und am Wochenende auf die Wettkämpfe mussten, wegen DS Media und so. Und ja, da im Prinzip ja arbeiten. Und dann eigentlich ja, das Zeit fürs Training gefehlt hat, 2,5 Wochen jetzt nicht trainiert gehabt und ja, wir das irgendwann einsehen mussten, dass es nicht mehr klappt. Wir haben uns das vorher ein bisschen leichter vorgestellt, auch so, ja, ziehen wir schnell ein und keine Ahnung. Aber was man dann da alles machen muss, war dann zu stressig und ja, wir haben dann gesagt, das macht da keinen Sinn. Da jetzt versuchen dann eine Gewichts- und Altersklasse hochzugehen und dann ist man mit dem Ergebnis vielleicht nicht zufrieden, weil man versucht, diese Gewichts- und Altersklasse innerhalb von ein paar Monaten, also sie war ja da im Dezember, das heißt vor 4 Monaten noch Gewichts- und Altersklasse eben drunter und das klappt einfach nicht in dem Zeitraum, dass man dann auch an diese Leistung dann anknüpfen kann und dann vielleicht zufrieden sein kann, vor allem eben nicht durch diese Doppelbelastung. Ja. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir das dann doch eben sein lassen und ja, und da läuft eben nichts weg. Das ist das gleiche wie bei Jan Kubik. Na, zu viele Jahre. Und wenn man, ja, da zu viel Pulver verschießt zu früh, ja, muss man einfach ein bisschen vom Gas runter. Nee, aber ansonsten, ja, Tobi, du wolltest gerade was sagen? Ja, noch kurz zu Lea, war auch das letzte Jahr eben einfach richtig krass war. Ja, wie viele Wettkämpfe, wie viele richtig harte, also in Anführungsstrichen richtig harte Watercuts, wo man halt ein paar Kilo runter sind, um die Klasse zu machen. Also WM, EM, Deutsche, WEC, Westeuropäische. Sie hat 4-mal Watercut machen müssen und ist innerhalb von 15 Wochen 3-mal angetreten auf ernsthaften Wettkämpfen. Also WEC, dann DM Junioren und dann noch EM, wo sie dann den 3. Platz eben geholt hat. Und hat sich auch gelohnt, das so durchzuziehen und hat auch super geklappt. Wir waren super zufrieden mit dem Ergebnis. Letzter Wettkampf war der beste Wettkampf und lief beinahe perfekt. Und ja, wir können uns jetzt eigentlich zurücklehnen und müssen nicht da jetzt jeden anderen Wettkampf wieder mitnehmen. Ja, genau. Ja, aber ansonsten sehr spannende Klasse, also auch sehr stark besetzt. Also zumindest die ersten 4 sind ja wirklich sehr hoch gemeldet. Ja. Wen ich relativ gut einschätzen kann, ist hier auf 3 die Julie Klenkner. Ja, kennt man, denke ich, und unter dem Namen Bundesbizepsministerin von Instagram. Ja. Sehr, sehr stark, war auch damals schwerer, hat sich, glaube ich, in die 57er reingekattet, ist da jetzt seit knapp einem Jahr oder so unterwegs. Relativ starke Beuge auch, also ich denke mal so 135 bis 140 wird sie beugen können, hat jetzt im Training vor kurzem mal 132,5 gebeugt, war noch ein bisschen Luft, war jetzt vor kurzem, glaube ich, eine Woche krank, was jetzt natürlich immer kurz vor einem Wettkampf auch nicht optimal ist, aber lässt sich halt nicht ändern. Bank hinkt ein bisschen hinterher, so ich denke mal 67,5 bis höchstens 70 ist auf jeden Fall Schluss. Aber heben ist sie auf jeden Fall sehr stark. Da kann sie vielleicht an einem guten Tag wirklich mal auf einen deutschen Rekord von Veronika gehen.
die ja alle vier Rekorde in der Klasse hat. 162,5 ist ja der Heberekord. Im Training hat sie jetzt vor kurzem 155 gehoben, wo auch noch Luft auf jeden Fall war, ne? Also da bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht sagt, komm, ich will jetzt Platz 1 machen und riskiere hier nichts, oder vielleicht hole ich mir den Heberekord. Wird vielleicht auch so eine strategische Sache sein, was da am Ende rauskommt. Aber heben ist sie auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ja. Naja, ansonsten Carolina auf Platz 1 gemeldet. Kenne ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Doch, die hat letztes Jahr gewonnen. Das ach so, die, das war die, okay, genau. Das war die Siegerin vom letzten Jahr. Okay, wusste die jetzt hat, wegen Namen die nicht mehr genau. Hat zum Beispiel 155,5 letztes Jahr gehoben. Das heißt, die heben jetzt eigentlich beide vielleicht ähnlich gut. Also kann man nicht sagen, dass, also zumindest jetzt so, ja, von der, vom Anschauen der Meldeliste, dass jetzt zum Beispiel Julie, obwohl sie mega stark im Heben ist, vielleicht den taktischen Vorteil hat, weil die Carolina einfach auch eigentlich genauso viel wahrscheinlich heben kann. Ja. Von daher bin ich mal gespannt. Mirjam Amelal, kennt ihr die? Nee, nie aber gehört. Hier ist aber stark. Kraft und Fitness Einburg wie Hettrich, oder? Der Verein. Ja. Auf jeden Fall starke Leistung. Und dann haben wir noch Simone Baumann und Courtney Evers aus dem ersten AC Bayreuth, also unserem Verein. Ursprünglich waren es 3 gemeldete Athletinnen in der einen Klasse von nur unserem Verein, was sehr lustig ist. Und ja, allgemein jetzt immer noch 8 Athletinnen drin, also auch gutes Niveau, was da jetzt an den Tag gelegt wird. Ja, was ich ein bisschen, fast jeder auf 300. Was ich ein bisschen total sonderhaft finde, ist 8 Athletinnen und 3 aus Mainz und dann irgendwie ja zweimal noch Bayreuth, also was du eben meintest, fast sogar 3, also irgendwie komisch, dass sie alle in einer Gewichtsklasse Athletinnen sind. Aus 2 Vereinen gehabt. Ja. Ja, manchmal fällt es halt einfach so zusammen. Ich meine, in der Jugend-Junioren-DM hat man es ja dann, ich weiß gerade den Vereinsnamen nicht, aber mit Aaron und Ben Wende und Hendrik. Dass da auch die 93er und jetzt ja Hendrik 105er, aber auch alles am Verein kommen. Ja. Ja, 63er. Jo. Ja, also das wird, glaube ich, auch sehr spannend vorne. Also ich sehe eigentlich, also die Meldelasten muss man jetzt mal ein bisschen zur Seite schieben. Ja, wegen Julia Kunstner zum Beispiel, genau, wollte ich jetzt auch gleich sagen. Julia Kunstner zum Beispiel, auch länger keinen Wettkampf gehabt, war letzte DM ja krank, hat nicht mitgemacht. Ist, denke ich, inzwischen auch einiges höher als die 380 einzuschätzen. Ich habe mal vorsichtig vermutet, dass sie so um die 150 beugen kann. Bank hat sie jetzt zum Beispiel vor 2-3 Wochen so ein Double mit 82,5 gedrückt. Da ist sie eigentlich auch ganz gut unterwegs. Und heben kann sie auch 165 oder so an einem guten Tag auf jeden Fall in die Wertung bringen. Also über 400 würde ich Julia auch sehen. Und ja, Sonja habt ihr ja selbst gesehen, wann war es? Letztes Wochenende, ne? Ja. Also die wird, denke ich, auch wieder über 400 machen können. Also sollte vorne zwischen den ersten dreien sehr, sehr, sehr spannend werden. Ja, ich meine, die Sonja hatte noch ein bisschen Luft im Heben, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt die restlichen Versuche leider nicht angeschaut, weil wir ein bisschen beschäftigt waren mit DS Media. Aber wenn sie da über 405 macht wieder. Ich meine, sie hat wirklich einen perfekten Tag gehabt an der Junioren-DM. Es war ja 9 von 9. Versuchswahl war richtig, richtig gut. Hier schon Squat-Rekord genau richtig aufgelegt, dann auch Deadlift-Rekord. Ja, Versuchsauswahl war wirklich perfekt. Wenn ja, also ich glaube, so viel abliefern Luft, kann. Ja, viel Luft war da, glaube ich, nicht mehr. Also nee, Beuge mehr. War schon wirklich schwer. Ja, ich meine, da hätte sie 1-2 Kilo mehr beugen können, aber jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, komm, 5 Kilo mehr gehen auch. Und Bank hatte sie, glaube ich, 75, 77,5 hätten auch geklappt, aber mehr auch nicht. Also das ist ja sowieso immer auf dem Niveau, sind 2,5 Kilo ja Welten. Also Bank war jetzt kein heftiger Grinder, aber 2,5 hätte sie mehr geschafft, denke ich, aber mehr Luft hat sie da nicht. Also 80 kann sie nicht auflegen. Wahrscheinlich Dr. Frieda Fritz. Ja. Die ist übrigens eigentlich schon bei den AKs, aber AK. Schade, ja. Sie ist AK, ja.
Ja, bin ich mal gespannt. Da können ja alle drei dann ich denke, was von holen. denen können wirklich alle drei gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, wie fit Sonja auch ist, weil sie jetzt halt letzte Woche noch den anderen Wettkampf hatte. Muss man abwarten. Ja, klar. Aber gewinnen können potenziell alle drei. Also sehr, sehr Ja, spannende wen Klasse. wir noch betreuen, ist ja Nadine Hümmer aus unserem Verein, Ehemals Schwester von Hügerich, Lukas. ne? Ja. Ja. Und ja, auch mal schauen, was da noch dabei rauskommt. Aber ja, die hat auch noch ein paar Jährchen, um aufzuholen. Also sie steigert sich gerade noch sehr gut. Und ja, also die Meldelast sollten wir auf jeden Fall schlagen können. Ja, mal schauen, ob eine Norm drin ist. Aber ja, das ist jetzt nicht der Fokus. Einfach alte Werte schlagen. Und ja, da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial da. Und eine zweite Starterin, die ich auch noch betreue, oder wir, Marina Mäding, Platz 19. Sie hat auch erst angefangen und ja, eben auch von unserem Verein und betreuen wir auch. Ja. Genau. Auf jeden Fall mit 20 Ansonsten. Leuten, 20 Frauen, Ja, eine 20 Leute ist krank. unfassbare Klasse. Ja. Ich habe sowieso den Anschein, dass irgendwie langsam die Frauen so ein bisschen den Männern den Rang ablaufen. Also was auch die Teilnehmer angeht. Zum Beispiel in Aachen haben wir, glaube ich, was hatten wir da? 8 oder 7 Starter und Friedrich war der einzige Mann und sonst 6 oder 7 Frauen. Ne? Also Ja, vor allem krass. da war es ziemlich heftig. Ja, die Männer, die ballern halt immer alle und verletzen sich. Ja, da siegt Shots meistens die fired. Vernunft bei den Frauen. Ja, ja, ich denke Ja, mal 72. 72er. Finde ich eine mega, mega interessante Klasse. Also Meiner Tamara, Meinung nach, Federike, ja. Lea, Juliane sind ja schon die ersten vier, die ich einfach nur sehr, sehr spannend finden werde. Also an der Ja. Spitze denke ich bei den Frauen auf jeden Fall die spannendste Klasse und ja, vielleicht sogar die allerspannendste Klasse komplett, weil Ja. hier hat man eigentlich, ich weiß nicht, wie fit Tamara jetzt genau ist, aber wenn Tamara halbwegs an ihre Leistung anknüpfen kann aus alten Zeiten, kannst du eigentlich zwischen den Vieren fast würfeln, wenn er das Ding gewinnt. Also die sind alle sowas von eng zusammen und alle auf so einem heftigen Niveau. Also ich würde allen Vieren zutrauen, dass die sich einfach den Totalrekord holen können. Also die sind alle sehr, Ja. sehr stark unterwegs. Ja. Der Mare jetzt auch wieder zurück nach einer Pause. Und ja, Juliane Bosse ist ja letzte DM, glaube ich, nicht gestartet. Genau, da war sie verletzt. Kann ich auch kurz ein bisschen zu erzählen. Ich meine, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Vor allen Dingen ist Juliane immer eine, die sich da, glaube ich, auch sehr gut stressen und sehr viel Druck machen kann. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt noch mehr erzeugen. Aber Juliane ist, denke ich, sehr weit über ihrer Meldelast. Das ist hier, ihre Meldelast hat sie halt auf der DM 2017 gemacht. Also schon ein Weilchen her. War, Ja. glaube ich, auch quasi erst 2, 3 Monate da im KDK-Training. Also ich würde Juliane jetzt so bei Beuge definitiv um die 160 einschätzen. Also da hat sie im Training schon einige Reps mit über 140 gemacht. Die hat das halt immer so ein bisschen geheim gehalten, was sie gebeugt hat. Aber man hat halt gesehen, da sind mindestens 3 20er halt auf der Hantel. Wie viel genau drauf war, weiß man nicht. Aber es war, glaube ich, sogar noch mehr drauf. Damit hat sie Ja. halt einige Reps gemacht. Bench hat sie jetzt auch Doubles mit Also meine zwei. Trainingsgewichte. Ja, so in etwa, ne? Bank hat sie jetzt so Doubles mit 92,5 gedrückt. Also 97,5 kann sie, denke ich, auf jeden Fall auch drücken. Wenn vielleicht nicht sogar mehr. Ich weiß nicht, was sie sich trauen will. Komm, hängt auch von Friederike Hoppe immer ab. Im Moment ist ja der deutsche Rekord 98 Kilo. Man könnte dann ja auch auf 98,5 Stand jetzt steigern, eventuell dann auch nicht mehr, je nachdem, wer da was macht. Ja, und heben kann Juliane, denke ich, auch immer auf jeden Fall 185 plus. Also sie hatte jetzt mit dem Rücken ein paar Problemchen. Vor kurzem hätte ich noch gesagt, vielleicht auch über 190, aber da wollte sie jetzt, glaube ich, konservativer reingehen. Aber wenn man die einzelnen Werte mal addiert, hätte man schon den deutschen Totalrekord gebrochen, ne? Also mit ihr muss man auf jeden Fall rechnen. Ja, ist auf jeden Fall brutal stark und kommt, glaube ich, auch aus dem Sport, aus dem Leistungssport schon Genau, die war, davor. glaube ich, schon mal Weltmeisterin im Rudern und sowas, ja.
Also da hat sie schon eine lange sportliche Vergangenheit. Aber auch Lea Schreiner jetzt, habe ich mir angeguckt, die hatte jetzt letzte Woche parallel zur Jugend-DM hat sie ja in Frankreich die Nationals mitgemacht. Hatte da jetzt auch, ich glaube, die ist jetzt nach Frankreich gezogen, macht da jetzt ein Auslandssemester, hat auch sehr, sehr viel Stress um die Ohren, wohnt da ziemlich weit von der Uni weg, muss teilweise morgens um 5 trainieren oder abends sehr spät. Also eigentlich fast keine freie Minute mehr. Ja, und hat jetzt in Frankreich auf den Nationals einfach mal conventional gehoben, hebt ja eigentlich immer Sumo. Ja. Hat da mal, man muss sich jetzt mal wieder vor Augen führen, deutscher Rekord sind 191 in der Klasse, jetzt von Melanie ja aufgestellt am Wochenende. Hat da mal einfach conventional relativ easy 192,5 gehoben. Also für 200 ist Lea im Heben auf jeden Fall gut. Im Zweifel legt sie im Letzten das auf, was sie braucht für den Sieg. Kann auch, denke ich, über 200 sogar sein. Ja, und Beuge hatte sie, glaube ich, auch 147,5 gebeugt und Bank 87,5 gehoben. Wäre man eigentlich auch wieder ungefähr bei einem Totalrekord, ne? Ja. Also richtig heftige Klasse. Ja, ich kam auf 442,5 bei Juliane mit deinen Werten, die du gesagt hast, Christian. Ja. Also, bin gespannt. Ja, und im Moment ist der von Tamara bei 435,5. Ja, genau, ne? Ihr meldet das doch. Ja, und Frederike Hoppe, weiß ich nicht, die ist ja jetzt auch für die Bankdrück-WM, glaube ich, nominiert. Bank kann sie, denke ich, immer, Insanity hat sie ja 100 gedrückt, also 100 plus könnte sie in Angriff nehmen. Da kann man auch wieder, das ist, also den Vorteil haben sie ja eigentlich fast alle, fast jede von denen kann in irgendeiner Disziplin einen deutschen Rekord machen, da können sie sich halt immer diesen 0,5 Kilo Vorteil wieder gegenseitig wegnehmen, was vielleicht auch nochmal sehr spannend beim Taktieren am Ende ist. Ja, genau, das wird sehr wichtig strategisch sein. Ja, aber Frederike. Tamara vielleicht Beugerekord oder irgendwas und. Nee, aber Frederike hatte jetzt, glaube ich, vor kurzem auch leider so ein paar Wehwehchen, konnte auch nicht immer beugen und heben. Also ich weiß nicht, wie fit sie ist, deswegen ist sie jetzt nicht unbedingt meine Favoritin. Bei Tamara weiß man es aufgrund der Pause auch nicht. Also ich sehe so Lea und Juliane eigentlich so ein bisschen um Platz 1 streiten. Wäre jetzt meine vorsichtige Prognose. Ja, nee, wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Mache auf jeden Fall ein paar Fotos. Nicht nur ein paar. Und ja, ich werde draufhalten. Ja, wenn das wieder Rekordversuche werden. Auf die Kamera heiß. Na, vor allen Dingen fände ich es halt mal heftig, wenn mal eine Frau in Deutschland, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch nie vorgekommen, eine Frau über 200 hält, ne? Naja, also den deutschen Rekord zufolge hat noch nie eine Frau 200 oder mehr gehoben. Also könnte diese DM auf jeden Fall passieren. Das wäre auch ein geiler Meilenstein. Ja, na okay. Nächste Klasse wäre bis 84. Silvia, EM-Starterin und in der Klasse drüber auch Mariana, EM-Starterin, also Kaderathletinnen, die in jeder Klasse dann nochmal vertreten sind. Oh. Und ich glaube auch relativ weit entfernt von der Konkurrenz. Soweit ich weiß zumindest. Und ja, ansonsten weiß nicht, wie spannend es wird. Wahrscheinlich Platz 2 und 3. Ja. Das noch spannend wird in der 84er. Agnes und Sandra. Und in der offenen, ja, sind es halt nur 4 Athletinnen. Ja. Ja, also halt normal, ja, klar. Sag ich mal. Aber ist eigentlich für die offene schon fast viel, muss man wirklich sagen. Ist ja keine so stark besetzte Klasse und 4 Athletinnen ist da eigentlich letztes fast Jahr. In den anderen Klassen hast du so 8 und mehr. Ja, letztes Jahr war es nur die Mariana alleine ab 84. Ja, also es sind schon geisteskrank viel Frauen dabei und kann auf jeden Fall das Niveau noch um einiges steigen jetzt. Ja. Aber ansonsten sind wir ganz grob durch wahrscheinlich. Ja. Ja. Soll ja auch nicht zu lang werden. Nee, aber ich finde es vielleicht, wenn man nochmal so zusammenfassend ein bisschen durchgeht, inzwischen sieht man eigentlich ganz gut, dass das Niveau in Deutschland anzieht. Also wir haben ja mal so ein bisschen angerissen in den Klassen, was überall so für deutsche Rekorde fallen können und sind ziemlich viele, ne? Also das Niveau geht in den letzten 1-2 Jahren schon steil nach oben, vor allen Dingen in der Breite, also wenn man jetzt die 83er Männer oder so nochmal sich betrachtet, da kommen langsam sehr, sehr viele Leute, die relativ stark sind. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall die ganzen Rekorde festzuhalten. Wir werden da wieder mit DS Media vor Ort
sein. Holt euch euer kostenloses Foto ab. Und wir haben allein in den letzten 2 Wochen, haben wir grob durchgerechnet, ich glaube knapp 4.000 Euro investiert, also in Equipment. Und ja, wir wollen natürlich dadurch sicherstellen, dass auch die besten Fotos an der Meisterschaft entstehen können. Und ja, da kommt hoffentlich dann auch einige Posts von dir, Tobi, während dem Wettkampf. Yes. Bei den Rekorden. Und wer Fotos noch vorher buchen will, bei uns jetzt glaube ich noch 39,90 genau. Davor, Vorbucherrabatt. Bis Donnerstag, also inklusive Donnerstag. Und dann ab Wettkampfbeginn ist quasi der normale Preis, außer man bezahlt ja noch bei uns am Stand direkt am Miet. Genau, ja. Das ist unser Part, wo wir versuchen, was dazu beizutragen auch und medientechnisch das Ganze gut abzudenken. Ich glaube, wir werden ja an dem Wettkampf auch filmen. Gucken wir mal, was wir da machen. Ja. Wird auf jeden Fall auch dahingehend sehr interessant. Ach genau, Livestream werden wir wieder über den Kraft-3-Kanal. Ich wollte es gerade sagen, ich hoffe sehr, dass der dieses Mal flüssig läuft. Ich meine, ihr könnt da ja leider auch nicht viel dran ändern. Ach genau, da kann ich ja auch was dazu sagen. Was zum Beispiel an der DM Equipped das Problem noch war, war überhitzende Kamera. Das haben wir aber gefixt. Haben wir keine Probleme mehr mit dem Überhitzen der Kamera. Also wir haben schon über 10 Stunden durchlaufen lassen und es war kein Problem mehr. Dann an der DM Junioren war einfach der Empfang da zu schlecht. Wir haben keine Internetleitung. Also wenn wir vom Veranstalter keine Internetleitung zur Verfügung gestellt bekommen, was halt oft der Fall ist, dann haben wir nur die Option, dass wir über mobiles Internet, mobile Daten das Ganze machen. Aber wir haben schon den teuersten und besten Router, den es gibt, und dazu noch eine externe Antenne zusätzlich gekauft. Und das beste Netz. Also und das beste Netz uns geholt und zahlen 110 Euro im Monat allein für die Flatrate, die wir brauchen, um die Streams zu machen. Also mehr können wir nicht machen. Nee. Und es ist halt Limit. Also wenn da der Empfang gut ist, dann wird es einen flüssigen Livestream geben. Wenn der Empfang nicht so gut ist, wird es keinen flüssigen Livestream geben. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also ja, es steckt da ja wirklich so viel Zeit und Arbeit rein. Sieht man ja immer wieder auch jetzt mit den Fotopaketen, wie schnell die fertig sind. Und wenn ihr da von Wettkampf zu Wettkampf fahrt und das dann bei der Jugend- und Junioren-DM, ja, dann 3-4 Leute da die ganze Zeit sehr kritisch, um es mal vorsichtig auszudrücken, da im Livestream immer wieder gespammt haben. Also man soll auch froh sein, dass man irgendeinen Stream hat, ne? Und da muss man nicht die ganze Zeit immer wieder dieselbe Scheiße schreiben. Also muss man leider mal so sagen. Ja, ansonsten würde ich noch vorschlagen, vielleicht eine kurze Prognose, wer Gesamtsieger, Gesamtsiegerin wird. Ich glaube, bei den Männern sind wir uns alle drei einig, dass Sascha Stendebach gewinnt. Definitiv, ja. Ja, wahrscheinlich. Platz 2 bei den Männern vielleicht, wüsste ich gar nicht, wie mir da einfallen. Vielleicht Max Eisinger. Wahrscheinlich der Gewinner der 83er, oder? Ja, der Gewinner der 83er wahrscheinlich. Ja. Und bei den Frauen auch sehr interessant, Maren hat letztes Jahr gewonnen und ist für mich immer noch Favorit, weil sie ja vielleicht sogar noch was draufgepackt hat. Ich kann und 10 Kilo mehr total gibt einiges an Wilks mehr. Ja, und in der 72er haben auch einige Frauen Chancen. Ja, ich bin mir bei Wilks, vor allem bei den Frauen, nie so ganz sicher, wie viel da so rauskommt. Also ich hätte auch gesagt, Maren oder halt die Gewinnerin 72er oder je nachdem. Ich weiß nicht, was die 63er haben am Ende, aber ich denke eher Maren oder jemand von den 72ern, ja. Ja, genau. Also man muss halt wirklich da vergleichen, dass Maren minus 52 startet und die 72er knapp 50% mehr Körpergewicht mitbringen. Und da dann, ja, also ich traue Maren halt 370 zu, sage ich jetzt einfach mal. 360 hat sie letztes Jahr gemacht. Und ja, und sie sind eben über 400, 435 plus, sagen wir jetzt einfach mal. Und ja, das ist schon relativ ähnlich von den Wilks, die da rauskommen können. Ja, und auch finde ich relativ fair, denke ich, wer da dann auch gewinnt. Ja. Jo. Ja, bin gespannt. Definitiv. Wird eine lange und sehr spannende deutsche Meisterschaft. Vor allem der Samstag wird sehr lang für uns. Ja, für uns wird's krank. Also wir reisen am Donnerstag an und am Sonntagabend zurück, oder was? Ich denke, ja. Auf jeden Fall reisen wir Donnerstag hin, weil wir ja schon Donnerstag mit unser ganzes Equipment und so aufbauen müssen. Ja, wir bringen Licht mit.
Ja, und vielleicht noch im Interesse aller Zuhörer und ja, Social Media Leuten und wer auch immer. Ich denke mal, wenn ihr den Livestream habt, bitte noch so lange draufhalten, bis diese After-Show-Party, diese Bodybuilding 93er-Klasse da ihre Show abgeliefert Ja. hat. Ich glaube, das wollen sie alle noch sehen. Ja. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass da alles reibungslos durchläuft. Auch der Zeitplan, der muss reibungslos laufen, sonst wird es ganz große Probleme geben, weil halt der Tag nur 24 Stunden hat. Ja. Und Samstag wird sehr hart. Vier Durchgänge, ich weiß nicht, ob ich das jemals fotografiert habe in meinem Leben. Ich hoffe, dass Marie mir aushilft. Ja, das wäre Ja, angebracht, okay. dass du dich da mal entlasten kannst am Samstag. Ja. Ja, ich denke, wir haben es Jo, ganz kurz zusammengefasst, dann oder? sind wir soweit. Wegen Livestream-Fotos haben wir auch kurz erwähnt. Da haben wir ja auch einiges nochmal ausgebessert. Und ja, da schauen wir mal, oder hoffen, dass der Empfang sehr gut ist mit Antenne. Ja, Dass das teilweise alles bringt es klappt, wenn dann der auch Empfang halt nichts nicht mehr. gut Also ist, wenn muss der man zu halt die schlecht ist, wenn Quali die Schwankungen nach unten zu vom niedrig Stream sind, einfach haben wir probiert runterregeln auf und hoffen, dass es dann 720p und dann waren trotzdem läuft. noch Ruckler drin. Also es ist da auch, es Ja, klar. Ja, Ja, wir hatten halt also einfach es dann so ein ist paar Sekunden, technisch wo dann ziemlich wirklich kompliziert, so null ein Empfang Livestream. drin Und war da und sind dann wieder auf halt jeden Fall richtig einige guter Personen Empfang. relativ viel beschäftigt, die ganzen Einstellungen immer wieder zu optimieren, Kamera, alle Einstellungen richtig machen, Helligkeit wieder anzupassen und so weiter und so fort. Es ist nicht so einfach, also dann stellt er nicht einfach ein Handy auf oder so, sondern das Streaming-Equipment alleine ist, glaube ich, ist knapp 4.000 € wert oder so hätte ich gedacht in dem Dreh. Ja, das nur der Streaming-Computer macht nichts anderes. Das andere Equipment haben wir auch noch dabei. Und ja, wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes, dass da ein guter Stream dabei rauskommt. Jo. Kriegen wir schon hin. Kamera überhitzen haben wir schon gelöst. Von daher sollte das dann schon laufen, hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die DM. Und Yep. wenn ihr keine abschließenden Worte mehr hättet, sind wir eigentlich durch. Naja, müsste alles gesagt sein. Dann Okay. vielen Dank an dich, Christian, dass du dir die Zeit genommen Ja, hast. gerne. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, ne? Und man kann sich immer sehr gut ergänzen, wie man merkt. Definitiv. Bist ja nicht umsonst unser Social Media Experte. Ja, irgendwann kriege ich dafür meine Urkunde, ne? Ja, stimmt eigentlich. Ja. Und dann festgehalten. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung in iTunes oder in sonstiger Podcast-Apps hinterlassen. Das sagen wir nicht viel zu selten. Ja. Fällt mir gerade wieder ein. Abonnieren, teilen, liken. Jo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.